Guten Morgen und herzlich willkommen bei uns in der Zionskirche. Heute ist das letzte Mal, dass wir in einem anderen Gottesdienstraum unsere Gottesdienste aufnehmen, denn wir werden nächste Woche damit anfangen, Gottesdienst in unserer eigenen Kirche wieder zu feiern. Und wir laden Ihnen herzlich ein, damit wir alle zusammen unserem Gott loben und dienen können. Heute werden wir hören, wie wir ganz oft das Gefühl haben, dass der Tod uns überall droht. Aber wir werden auch hören, wie Gott eine andere Möglichkeit anbietet, die uns das Leben reichlich schenkt. Wir hoffen, dass Sie die Zeit bei uns genießen, und wir bitten um Gottes Segen auf unserem Gottesdienst. Danke.
Gesegnet sei die heilige Trinität, ein Gott, der uns und alle Kreatur erschafft, erlöst und erhält. Amen. In der Gegenwart Gottes und dieser Gemeinde, lasst uns unsere Sünde bekennen. Treuer Gott, erbarme dich unser. Wir bekennen, dass wir in Sünde gefangen sind und uns nicht selbst befreien können. Wir wenden uns ab von deiner liebvollen Umarmung, um unsere eigenen Wege zu gehen. Wir fällen Urteile über andere, bevor wir uns selbst kritisch betrachten. Wir geben unseren eigenen Bedürfnissen höheren Stellenwert als denen unserer Nächsten. Wir bewahren das Geschenk der Erlösung für uns allein. Gib uns Demut, lösche unsere Übertretungen aus und kehre uns um zum Leben in dir. Durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Gott hört alle, die ihn aus ihrer Not anrufen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Christus uns sein eigenen gemacht. Höre die Wahrheit, die Gott verkündet. Deine Sünden sind vergeben im Namen Jesu Christi. Vom Heiligen Geist geleitet, lebt in Freiheit und Erneuerung, um Gottes Werk in der Welt zu tun. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Lasst uns beten. Herr des Festmahls, du hast allen Völkern einen Tisch bereitet und dein Leben für alle ausgegossen. Rufe uns wieder zu deinem Mahl. Stärke uns durch das, was ehrbar, gerecht und rein ist. Und verwandle uns in ein Volk der Gerechtigkeit und des Friedens. Durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn. Amen. Amen. Unsere alttestamentliche Lesung heute kommt aus dem Buche Jesajas im 25. Kapitel. Herr, du bist mein Gott und ich preise dich. Ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast die Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt, dass sie in Trümmern liegt, die Paläste der Fremden, dass sie nicht mehr eine Stadt seien und nie wieder aufgebaut werden. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk, die Städte gewalttätiger Völker fürchten dich. Denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Du demütigst der fremden Ungetüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken, du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein,
von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen, denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hoffen. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Hier endet die Lesung. Wir schließen heute den Psalm mit ein in unseren Gottesdienst, denn es ist der 23. Psalm, ein guter Psalm für diese Tage. Lasst uns gemeinsam beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Evangelium nach Matthäus im 22. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten sie und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren's nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straße hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, o Christe. Wir bekennen zusammen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Kurz bevor wir hierher umzogen, hatte ich eine Operation. Ich hatte ein kleines Geschwür neben meinen Stimmbändern. Es war keine große Sache. Der Doktor war so unbesorgt, dass er sagte, ich könne die Operation nach unserem Urlaub planen. Wir fuhren für ein paar Wochen nach Deutschland, dann kamen wir zurück. Ich ging ins Krankenhaus und tauschte meine lahmen Klamotten ein für ein schickes Krankenhaushemd. Anke sah, dass ich ziemlich ruhig war und ging zur Arbeit. Man brachte mich zum Warteraum und gab mir etwas, was mich noch mehr beruhigte. Man brachte mich in den Operationssaal, man gab mir Betäubungsmittel und ich döste ein. Ich weiß nicht, wie viel später es war, als ich aufwachte. Ich war so durstig und ausgetrocknet. Ich bat immer wieder um etwas zu trinken. Kann ich bitte etwas zu trinken haben? Mein Mund ist so trocken. Kann ich bitte etwas Wasser bekommen? Und niemand reagierte. Was für ein Ort war dies? Ich wurde gerade operiert und ich hatte Durst und ich sagte es den Leuten und niemand half mir. Und dann, durch den Nebel des Betäubungsmittels, ging mir auf, warum niemand antwortete. Ich sprach in Deutsch. Kein Wunder, dass mir niemand half. In ihren Ohren habe ich nur Kauderwelsch gesprochen. Es war ziemlich komisch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, fast wie in einem blöden Film. Da lag ich im dichten Wattennebel von Anästhesie nach der Operation und versuchte, mich in eine Sprache verständlich zu machen, die niemand dort sprach. Gegenüber Leuten mit Aufgaben beschäftigt, die viel wichtiger waren als ein Kerl mittleren Alters, der unverständliches Zeug sabbelte. Ein bisschen wie der Zustand der Kirche heutzutage, nicht wahr? Es ist merkwürdig, das in einer Nation zu sagen, in der 74% der Erwachsenen überwichtig sind, aber wir sind eine hungrige Nation. Schau nur die wachsende Zahl anerkannter Abhängigkeiten an. Alkohol, Drogen, Pornografie, Sex, Einkaufen, Tiere, Glücksspiele, Überessen, Horten. Die Liste geht immer weiter. Das ist ein Hunger, den wir zu stillen versuchen, aber die Leere ist scheinbar bodenlos. Die Lesung von Jesaja geht um Hunger. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Jesaja adressiert eine Nation im Exil, eine hungrige Nation. Eine Nation, die nach Gerechtigkeit hungert. Eine Nation, die nach Gnade hungert. Eine Nation, die nach Restauration hungert. Eine Nation, die nach Frieden hungert. Eine Nation, die nach Gottes Fühle und Gnade hungert. Wir haben den gleichen Hunger. Aber wir haben vergessen, wie sich dieser Hunger anfühlt. Wir können diesen Hunger nicht mehr richtig benennen, weil wir unsere Wahrnehmungen betrübt haben. Wir haben uns betäubt. Wir haben uns mit anderen Dingen zu füllen versucht. Alkohol, Drogen, Essen, Glücksspiel, Einkaufen, Sex.
Aber es endet nicht mit den Dingen, die wir typischerweise als süchtig machend qualifizieren. Wie ist es mit der Arbeit? Aktivitäten, Sport, Geld. Diese Dinge sind an und für sich nicht übel. Die Dinge, die wir normalerweise mit Sucht assoziieren, sind es auch nicht. Aber sie haben alle das Potenzial, Mittel der Macht von Sünde und Tod zu werden, die unseren Lebenskurs bestimmen und die Entscheidungen, die wir täglich treffen. Sie sind so verführerisch, weil sie so normal und notwendig erscheinen in Bezug auf wer wir sind und wie wir leben. Deshalb kann der Tod sie so unauffällig beschlagnahmen. Sie sind nicht offensichtlich. Und so übergreift uns der Tod langsam, aber sicher, ohne dass wir es merken. Wenn wir ein betäubungsfreies Leben führen wollen, müssen wir uns erlauben, um des Todes bewusst zu sein. Steve Jobs war einer der Gründer von Apple, wohl einer der einflussreichsten Firmen des 20. und 21. Jahrhunderts. In einer Graduationssprache bei Stanford University im Jahre 2005 sagte er das Folgende: Daran zu denken, dass ich bald sterben werde, ist das wichtigste Werkzeug, das ich je gefunden habe, wenn es um die großen Entscheidungen des Lebens geht. Weil fast alles, alle äußerlichen Erwartungen, aller Stolz, aller Angst vor Blamierung oder Versagen, diese Dinge vergehen angesichts des Todes und hinterlassen, was wirklich wichtig ist. Daran zu denken, dass du sterben wirst, ist die beste Art, die ich kenne, die Falle zu vermeiden, zu denken, dass du etwas zu verlieren hast. Du bist schon nackend. Es gibt keinen Grund, deinem Herzen nicht zu folgen. Sein radikales Bewusstsein von der Gegenwart und Macht des Todes hat ihn vorwärts gebracht. Weil wir uns so vorsichtig vom Tod isoliert haben, haben wir vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, wer wir sind, was wir sind und am wichtigsten, wie wir leben sollen. Wir haben unseren Hunger vergessen, weil wir gelernt haben, uns gründlich zu anästhesieren. Wir betäuben uns mit Süchten und alle möglichen anderen Dingen, die wir nicht als Süchte erkennen. Aber es sind die Dinge, denen wir es erlauben, uns anzufühlen und so unseren Hunger nach Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu verleugnen. Wenn wir den Tod verleugnen, verleugnen wir unseren Bedarf für Gott. Durch die Pandemie wurden wir kollektiv in einem solchen Ausmaß vom Tod konfrontiert, wie dieses Land es seit Jahrzehnten nicht erlebt hat. Über 7,5 Millionen Fälle in den USA, 215.000 Todesfälle. Das ist mehr als die Hälfte aller US-Verluste im Zweiten Weltkrieg. Und es wäre nett zu sagen, dass wir durch diese Konfrontation dazu galvanisiert wurden, das Angesicht des Todes zu erkennen und zu tun, was in unserer Macht steht, ihm zu begegnen. Und doch fürchte ich, dass das Gegenteil wahr ist. Wir haben auf viele Weisen versucht, uns nur noch mehr zu betäuben. Wir schmeißen uns noch mehr in die Sachen, die uns helfen, unser Bewusstsein des Todes zur Seite zu schieben. Und in den Fällen, wo die alten Mittel, unser Bewusstsein abzustumpfen, nicht mehr wirken, haben wir neue Ablenkungsstrategien entwickelt.
Wir vertiefen uns in Bewältigen und Anpassen und in Versuchen, die Zukunft vorherzusehen. Wir haben den Kontakt mit der Verbindung zwischen der Präsenz des Todes und dem Hunger, der uns antreibt, verloren. Wir haben uns effektiv davon distanziert und die Sprache dafür verloren, was die tiefe Wahrheit ist, die die Macht hat, uns zu erhalten. Leider überträgt sich das in das Leben der Kirche auch. Wir befinden uns in einem dichten Nebel der Anästhesie, versuchen uns in einer Sprache verständlich zu machen, die keiner mehr spricht, gegenüber Menschen, die mit Sachen beschäftigt sind, die viel wichtiger erscheinen. Wir können nichts tun, um die Kirche zu retten. Was wir tun können, ist die Gegenwart des Todes erkennen, wie er uns spirituell, emotional und sogar physisch verhungern lässt. Denn nur wenn wir die Durchdringung und Macht des Todes wirklich verstehen, begreifen wir unseren Bedarf des Evangeliums. Es ist der Tod, der uns bloßlegt. Es ist der Tod, der uns entblößt. Wir können nichts tun, um die Kirche zu retten. Gott rettet die Kirche so gewiss, wie er jeden von uns rettet. Die Frage ist nicht, was können wir tun, um die Kirche zu retten? Wir können die Kirche genauso wenig retten, wie wir uns selbst retten können. Die Frage ist, wie beteiligen wir uns an Gottes Werk, nicht nur die Kirche zu retten, sondern die Welt? Es ist nicht unsere Kirche. Es ist nicht unsere Seelsorge. Es ist Gottes Kirche. Es ist Gottes Seelsorge. Es ist Gottes Welt. Unsere Berufung ist es, innerhalb dieser Seelsorge zu arbeiten, wie auch immer Gott uns zu arbeiten beruft. Wenn wir uns weigern, dann übergeben wir uns dem Tod und seiner Macht. Wir schmeißen uns selbst aus dem Festmahl, wir werfen uns selbst aus dem Hochzeitsfest. Im Angesicht des Hungers, Todes schmeißt Gott eine Party. Gott lädt uns zu einem Bankett ein. Also dann, lasst uns uns entsprechend benehmen. Wenn wir bereit sind, für uns den Titel Kind Gottes zu beanspruchen, dann müssen wir bereit sein, uns wie ein Kind Gottes zu verhalten. Unsere Sorge um uns selbst beiseite legen. Genauso wie unseren Drang, Recht zu haben, unseren Bedarf, uns vorzukommen, als ob wir in unserem kleinen Reich das Sagen haben. Also, meine lieben Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Seid eines Sinnes in dem Herrn. Wir leben inmitten einer hungrigen, verhungernden Nation. Eine Nation, die nach Gerechtigkeit hungert. Eine Nation, die nach Gnade hungert. Eine Nation, die nach Heilung hungert. Eine Nation, die nach Restauration hungert. Eine Nation, die nach Frieden hungert. Eine Nation, die nach Gottes Fühle und Barmherzigkeit hungert. Und dieser hungernden Nation bietet Gott ein Festmahl an, ein Schmaus, nicht nur einen Imbiss, nicht nur ein leichtes Mittagessen. Dies ist nicht Kresse und Gurkenhappen und Mineralwasser mit einer Zitronenscheibe. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist.
Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind. Und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Angesichts von Gottes Festmahl der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, der Fülle, gibt es keinen Grund für uns selbst verhungern zu lassen. Also lasst uns leben. Lasst uns wirklich leben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unseren Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Manchmal haben wir das Gefühl, dass der Tod uns ringsumher droht. Aber wir haben auch gehört, wie Gott eine andere Möglichkeit anbietet. Durch die Kraft der Liebe Gottes wird den Tod besiegt und wir bekommen ein neues Leben in Jesus Christus. Die Kirche versucht es immer noch, diese Arbeit weiterzuleiten als Körper Christi in der Welt. Aber wir können das nicht ohne ihre großzügige Unterstützung. Wir sind für deine Unterstützung bisher sehr dankbar und wir hätten diese Arbeit nicht weiter leisten können ohne die Unterstützung. Sie können Ihren Spenden an der Adresse schicken, die an dem Bildschirm jetzt angegeben ist, oder auch durch unsere Webseite. Vielen, vielen Dank. Im Vertrauen in Gottes Gnade und Barmherzigkeit, lasst uns für die Kirche, die Welt und alle Menschen in Not beten. Gnädiger Gastgeber, fülle deine Kirche mit einem Geist fröhlicher Gastfreundschaft. Wir beten für Bischöfe, Sonntagsschullehrer, Kirchenvorsteher und alle Kinder Gottes, auf dass sie andere zu deinem Gnadentisch einladen. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, die Schöpfung wartet mit ängstlichem Harren und auf Erlösung. Beschütze all deine Kreaturen, die misshandelt werden. Stelle Täler, Berge und Felder wieder her. Gewähre allen Lebewesen sicheres Trinkwasser. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, du bereitest einen Tisch im Angesicht von Feinden. Segne die Bemühungen von Diplomaten, internationalen Friedensstiftern und den Regierenden der Welt, Konflikt zu bewältigen. Mögen sie sich um Dialog und gegenseitiges Verständnis bemühen, auf das Friede und Gerechtigkeit herrschen. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, lass deine Güte kund sein denen, die krank oder erschöpft sind. Stärke Ärzte, Krankenpersonal und Pfleger, die sich um sie kümmern. Wir beten vor allem für diese Menschen, die wir jetzt vor dir nennen. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, wenn wir versucht sind, andere nach ihrer äußerlichen Erscheinung zu beurteilen, dann erinnere uns daran, dass du uns alle mit deiner Gnade bekleidest. Wir beten für Organisationen, die den Armen unserer Nachbarschaft mit Kleidung und Hygienemitteln helfen. Inspiriere uns dazu, treue und großzügige Jünger zu sein. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, dies ist ein schweres Jahr und die Herausforderungen halten an. Rassische Unruhen, Spannungen um die Wahlen und der Virus, der Krankheit, Angst und finanzielle Schwierigkeiten verursacht. Sei unsere gute Hirte und leite uns durch diese harten Zeiten. Erhalte deine Nachfolge mit deinem Geist des Trostes und der Hoffnung. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Gnädiger Gastgeber, wir gedenken derer, die gestorben sind und nun an deinem himmlischen Festmahl versammelt sind. Tröste uns mit deiner Gegenwart. Versichere uns zu allen Zeiten deines Friedens, der höher ist als alle Vernunft. Gemeinsam beten wir, guter Gott, erbarme dich. Erhöre uns, o Gott, und halte in deinen liebevollen Armen alle, für die wir beten.
Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen. Amen. Lass uns beten, wie unser Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Geht hin in Frieden. Christus ist mit euch.
Gott sei gedankt.